So, okay, machen wir weiter. Dann haben wir immer nur 30 Minuten, dann kommen wir auf. Danke. Also, was ist mit den Bodenrechten los? Wenn ihr ein Grundstück verworben habt, um ein Eigenheim zu bauen, dann geht ihr zur Stadt und die schicken euch zum Grundbuchamt. Das Grundbuchamt trägt euch als Besitzer ein. Ein Besitzer ist jemand, der die physische Gewalt über eine Sache hat, also über ein Grundstück hat. Das ist nicht zwangsläufig der Eigentümer. Also wenn zum Beispiel 1945 eine Bodenreform gab, da sind also die mit Waffengewalt über die Länder gezogen, da haben wir die Großgrundbesitzer, wie sie damals hießen, es waren nur Bauern, die nur halb große Ländereien hatten, enteignet und haben gesagt, ihr seid die bösen Verbrecher und haben das Leuten gegeben, haben die also dort einfach Gebiete abgeteilt und das haben die als sogenanntes Bodenreformland irgendwelchen Leuten zum Siedeln gegeben. So, die haben dann dort die Häuser gebaut. Ob die dann wirklich weiter Landwirtschaft betrieben haben, mag ich zu bezweifeln, weil wir hatten dann große Flächen, die dann nicht wirklich bewirtschaftet werden konnten. Und dann sind die LWGs entstanden, das wisst ihr ja alles noch aus der DDR, wo sie die dann zusammengeschlossen haben. Und die hatten wir dann 1990 im Zusammenhang mit der Währungsreform und der angeblichen Wiedervereinigung ja, an irgendwelche Investorengruppen verhökert, obwohl man das nicht darf. Weil dieses Land, was im Rahmen der Hager Landkriegsordnung geplündert worden ist, muss bei Friedensschluss zurückgegeben werden. Das heißt, man kann hier kein Eigentum an Grund und Boden erwerben, solange wie der Staat das Kataster nicht fortschreiben kann. Und das Kataster liegt in Krakau unter Verschluss. Das haben die Russen mit Bedacht aus der Wilhelmstraße rübergeräumt. Und es gab noch einige Zweigstellen im gesamten Gebiet von 1914. Weil er auch mal ein Kataster abbrennen konnte. Da wurden dann immer Findbücher geführt. In jedem Kataster gab es ein Findbuch. Da stand drin, wo noch Kopien oder wo die Originale liegen. So, und auch die Findbücher sind großteils alles in Krakau. Und dort steht ein russischer Wachposten davor, der einfach niemand reinlässt. Das heißt, wenn hier in der Stadt irgendwas fortgeschrieben wird, wird das nicht im Kataster in Krakau nachgetragen. Und dieses Kataster, was an diesem Tage geschrieben worden ist, da zählt alles, was bis zum 27.10.1918 eingetragen wurde, weil die Weimarer Republik keinen Verweser hatte. Nur ein Verweser kann sagen, ja, der Verkauf, der 1920 oder 1925 stattgefunden hat, der war noch rechtmäßig. Passiert nicht. Und der Verweser befragt die Leute, habt ihr das im freien Willen verkauft? Hattet ihr die Möglichkeit, auch Nein zu sagen? Oder wart ihr einfach in Not, weil der Krieg so schlimm war oder so? Wolltet eigentlich gar nicht verkaufen, seid nur in Not gekommen? Dann wäre der Verkauf nicht rechtswirksam und würde heute entweder rückabgewickelt oder unter neuen Bedingungen verhandelt werden. Also dass man sagen kann, ja gut, ihr habt ja jetzt eine Familie und ihr wohnt seit 50 Jahren auf dem Land, da teilt euch ein Stück ab, da könnt ihr euer Haus stehen lassen, aber den Rest würden wir gerne weiter bewirtschaften. Kann man ja alles machen, aber bitte freiwillig und ohne Betrug. So, jetzt ist die Frage, wenn wir keinen Verweser haben, gibt es natürlich keinen, der die Bodenrechte weiter verlängern kann. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kommen wir denn zu diesem Verweser, der berechtigt wäre, Gesetze zu ändern, beziehungsweise das Kataster fortzuschreiben. Was hat man nämlich gemacht? Man hat nämlich die ganzen Grundbücher alle elektronisch geführt, also alle in den Computer reingeschrieben und die Originale vernichtet. Und das dürfen die nicht. Und die Bundesrepublik ist nicht berechtigt, irgendwelche Grundbücher zu vernichten. Weil das sind Originaldokumente, die müssen aufbewahrt werden. Das sind eben dann Besatzungskosten, wenn man da ein riesen Archiv braucht, um die zu lagern. Sie können sie ja gerne elektronisch führen, damit man sie an jedem Ort einsehen kann. Das ist ja eine gute Sache. Aber die Originale dürfen nicht vernichtet werden. Und diesen Job hat man vielen Hartz-IV-Nutzern angeboten, dass die also das machen dürfen. Und die haben dann sozusagen durch ihre Tätigkeit, wo sie sich was zuverdienen können, was sie dann am Ende sowieso wieder abziehen, sozusagen strafbar machen, und obwohl sie es gar nicht wissen. Ne? Also die sagen, du machst den Job und dann kürzen wir dir das Hartz IV und dann schicken die Akten sozusagen, das habe ich jetzt bearbeitet, und dann kommt irgendeiner und wirft die dann in Reißwolf. So, und da ist die Stadtverwaltung, ist das Problem der Vollhaftung los, und das arme Schwein, was sie mir unterrichtet haben, dass das strafbar ist, und weil ja gesamter Grund und Boden unter Pfändungsverwalt steht, also ist dann in der vollen Privathaftung von riesengroßen Ländereien, muss ich mal vorstellen. So, das heißt, was hier gemacht wird, ist im großen Teil illegal und grob kriminell. Auch große Grundstücke, wo also dort Militärgebiet war, das ist alles unter Pfändungsvorbehalt. Der Pfändungsvorbehalt ist teils zum Schutz, teils aber auch zur Plünderung gewesen. Also man muss sich ja überlegen, hier in Sachsen wurden ja die
die doppelgleisige Strecke zwischen Chemnitz und Berlin wurde abgebaut, das ist nur noch eingleisig. Dann gab es jahrelang nach Leipzig nur eine eingleisige Strecke, obwohl die mal zweigleisig war. Also die Sowjetunion, um es mal sagen, Sowjetunion, nicht mit Russland verwechseln, hat also hier alles, was Eisenbahnschienen war und doppelt war, alles nach Russland geschafft. Um die Schäden in dem Land zu kompensieren. Man muss aber sagen, die Weimarer Republik hat den Zweiten Weltkrieg geführt, nicht der Kaiser. Der Kaiser hat überhaupt keinen Krieg geführt, der hat nur eine Bündnisverpflichtung erfüllt. Österreich-Ungarn hat eine Bündnisverpflichtung mit dem Kaiserreich gehabt. Und weil sie den Grundprinzen war, mit einer Bombe beglückt haben, kam es im Prinzip bei dem Anschlag zum Sarajevo zur Auslösung des Ersten Weltkrieges. So, und kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges gab es eine Geheimverhandlung zwischen einigen aus Israel, dem heutigen Israel, und der englischen Regierung, bestimmte Gebiete von Palästina abzutreten. Und dann würden diese dafür sorgen, dass die USA in den Krieg eintreten. So, da hat der Kaiser gesagt, also wenn es die Amis hier aufs Reichsgebiet geben, da machen wir erstmal lieber einen Waffenstillstand. Wohlgemerkt einen Waffenstillstand, keine Kapitulation. Und der Kaiser hat dann gesagt, hat das Gesetz über die Auflassung rausgebracht und hat am 27.10. nochmal die letzte Verfügung gemacht. Und dort steht drin, also über die Form der Auflassung, dass das Gesetz nach 2 Jahren gelöscht wird, aber der Vermerk, dass die Regierung sich dann vorbehält, den Ersten Weltkrieg selbst zu beenden. So, der Kaiser hat natürlich jetzt gesagt, wir können zwar einen Krieg machen, aber ich muss ja nicht jedes Jahr einen Schuss abgeben. Ich kann in aller 2 Jahre baller schon mal in die Luft, da läuft der Krieg noch, aber ich lasse noch so lange Zeit, bis die in einem Schuldgeldsystem alle verschuldet sind. Weil, wer in einem Schuldgeldsystem mitspielt, da kann es keine Gewinner geben. Und wenn ich nicht mitspielen darf, dann lasse doch die Feinde, meine 58 Feindstaaten, in einem Schuldgeldsystem Geld verbrennen. Nach 100 Jahren kommt man ja auf die Idee, dass die Abdankungsurkunde ungültig war. Und dann brach das Kaiserreich wieder auf und dann dürfen alle 58 Feindstaaten an das deutsche Kaiserreich eine Operation bezahlen. Das ist das, was sich der Kaiser gedacht hat. Und das scheint wohl aufzugehen, weil ich glaube nicht, dass die Polen damit einverstanden sind, dass die Migranten, die die Frau Merkel reingeholt haben, dann über die polnische Grenze gehen und den Polen dort die Häuser wegnehmen. Ich glaube, da gibt es dann wirklich noch einen bösen Aufstand. Und sobald die Polen das mitkriegen, dass auch ihre Häuser im Feuer stehen, wenn sie nicht in eigenen Verwesern wären, weil für das polnische Gebiet brauchen sie eigenen Verweser, weil die waren schon immer im kaiserlichen Recht oder Selbstverwaltung. Der Kaiser wollte selber Polnisch lernen, um die mit denen zu verständigen. Er hat also dort seine Verwaltung und die haben mit polnischen Sprachen polnische Gebiete verwaltet. So, und dasselbe war in Russland, da hatten dort auch Verwalter, die vom Zarenreich für das Gebiet eingesetzt wurden, sodass diese Volksgruppe, die so schwierig ist, sagen wir mal, keinen Stress macht. So, das ist doch eine gute Sache, das könnte man doch auch fortführen. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar haben die Österreicher auch vom Ersten Weltkrieg Reparationsleistungen bezahlt oder haben es bloß die Deutschen? Dann kann ich ja jetzt nicht beantworten. Ich weiß aber, der Sonderstaat ist ja. Die haben eine Teilsouveränität, Österreich. Also Österreich-Ungarn ist eine Sache, die in den nächsten Monaten sicherlich dann zum Tragen kommt. Die werden dann irgendwann mal aus der EU aussteigen, wenn die das machen, machen die Österreich-Ungarn wieder als konstitutionelle Monarchie. Da brennt der Zündschnur schon. Weil die haben das gleiche Problem wie das Kaiserreich. Wenn das Kaiserreich wieder aktiv wird, müssen die ihre Bündnisverpflichtung erfüllen und auch ihr Gebiet wieder sichern. Aber Österreich gehört auch noch zum Deutschen Reich. Ja, gut. Ich mache erstmal jetzt das Thema weiter. Also wir haben das Problem, wie kommen wir jetzt zu einem Verweser? Und da haben ja viele sich Gedanken gemacht, ja, wir müssten mal Reichsausweise austeilen. Oder warum brauchen wir denn überhaupt einen Verweser? Kann das nicht ein Oberreichskanzler machen? Da haben es verschiedene Reichskanzlerbewegungen. Schindke, Ebel, Lorenz, Schlowak, Dietsch, Haber. Ja, gut. Also ich denke mal, ich stelle eine Handvoll zusammen. Was ist denn an der Sache faul? Reichskanzler ist eine Sache, die in die Weimarer Republik gehört. Weil die hatten einen Reichskanzler. Der Reichskanzler ist sowas wie der Geschäftsführer der Verwaltung. Also es gibt sozusagen eine Regierung, die die Leitlinien der Politik feststellt. Und es gibt einen Bereich, die die sogenannte Exekutive darstellt und die hat auch einen Vorsitzenden. Das ist der Kanzler. Also die Regierung erteilt dem Kanzler die Aufforderung, bringt mal bitte das Land in Ordnung, wie das zu machen. Im Prinzip hat der Kanzler nicht viel zu sagen, außer zu sagen, wenn wir das und das machen sollen, dann brauchen wir die und die Voraussetzungen. Die muss die Regierung uns schaffen. So, das ist die Aufgabe vom Kanzler. Typischer Fall, die das in Perfektion gemacht haben, ist Brasilien. Brasilien hat eine klassische Firma, die das Gebiet von Brasilien
ein riesengroßes Waldgebiet sozusagen bewirtschaftet. Und die haben eine Regierung, die sich nur mit den Leitlinien der Politik befasst. Das ist die Rousseff, oder wie sie heißt. Dilma Rousseff, genau. Ja? Und die haben eine richtige klassische Firma als Regierung. Funktioniert wunderbar. Die sagt, ihr macht das und das, ihr stellt die Steuerbescheide aus, ihr stellt die Pässe aus, ihr sorgt für den Grenzschutz. Das ist alles nicht deutlich. Gibt es kein Problem. Wir können die BRD sofort als Handschwein einstellen für die ganzen strittigen Fälle. Die können ihren Dreck gerne komplett selber beräumen. Aber nach unserem Poker. Vollhaftung und komplette Rückabwicklung und Entschädigung. Dann können die, haben die zu tun. Die nächsten 1000 Jahre haben die nichts anderes zu tun, als den Schaden aufzuräumen. Das ist kein Problem. Können die machen, habe ich kein Problem. Wenn kein Betrug und kein Filz passiert, dann sollen sie es nicht machen. Ja, die haben den Schaden angerichtet, dann müssen sie auch aufräumen. Uwe. Ich habe mal davon gelesen, dass uns insgesamt 55 Jahre Zeit zur Verfügung stehen, das alles wieder rückabzuwickeln und die entsprechenden Gerichtsverhandlungen und Urteile und so weiter. Stimmt nicht, das ist unbeschränkt. Nee, ich habe 55 Jahre, haben sie Zeit uns eingeräumt sogar dafür. Ja. Also nur dafür. 55. Von wann gerechnet? Ab dem Tag, wann es sich durchsetzt. Ah, ja. Nee, ich denke, es ist unbeschränkt. Der Kaiser hat unbeschränkte Haftung. Ja, gut, also der Verweser entsteht dadurch, dass man ihn wählt. Im Notstandsrecht des Kaisers ist vorgesehen, dass er Notstandsleiter ist, der als Notstandsleiter tätig wird. So, wer wird als Notstandsleiter tätig? Stellt euch vor, Verkehrsunfall, zwei Autos treffen aufeinander. Der Hersteller, der am Unfallort ist, muss die Ersthilfe einleiten. So, er steigt aus seinem Auto aus, guckt ja erstmal sicher, dass der nachfolgende Verkehr in noch ein paar mehr tot fährt. Und dann muss er sich um den Verletzten kümmern. So, genau das gleiche passiert im Notstandsrecht. Da wird er doch keine Wahlurne aufstellen und erstmal wählen, wer dann nur was darf, sondern da wird erstmal gehandelt. Und hinterher kommt die Unfalluntersuchung und sagt, der hat das richtig gemacht, der hat das falsch gemacht, der hat das Warndreieck zu weit rangestellt, da ist dann einer in den Dorf gefahren, der ist dann schuld, der hätte es 150 Meter weiter hinten aufstellen müssen und so weiter. Wird hinterher gemacht. Zunächst wird erstmal der Unfall behandelt. Die Bundesrepublik wählt nichts anderes als Notstandsleiter. Dass sie aber nicht nach kaiserlichem Recht arbeiten, sondern sich eigene Regeln gemacht haben, das ist denn ihr Problem. Die haben sich ein Parteiengesetz geschaffen, wonach die angeblich nicht haften. Wieso kann denn ein Notstandsleiter über sich selber bestimmen, dass er nach kaiserlichem Recht haften muss? Das ist ungültig, weil das Parteiengesetz ist ja mit einer ungültigen Wahl zustande gekommen. Denn die haben auch die erste Bundestagswahl nicht nach kaiserlichem Wahlrecht durchgeführt. Hätten sie es gemacht, hätten wir ein Riesenproblem. Aber haben sie nicht gemacht. Also gilt das Parteiengesetz nicht. Es gibt keine Haftungsfreistellung für die Beamten oder Bürgermeister, die jetzt hier tätig sind, und auch nicht für die Bundestagsabgeordneten. Die haben privat gemeinschaftlich eine Verschwörung gegen den Kaiser gemacht und haben die Gesetze, die immer noch gelten und fortgeführt werden müssen, nicht beachtet. Denn man beachte mit Geltung der HLKO, mit Eintritt des Ersten Weltkriegs, setzt die HLKO auch Artikel 43 in Kraft, dass außerhalb der Kampfhandlung die Landesgesetze gelten. Und zwar die gelten, die Kriegseintritt gegolten haben. Zuzüglich aller Verfügungen, die der Kaiser nach dieser Frist gemacht hat. Und die letzte Verfügung, die er gemacht hat, war am 27.10.1918. Und danach ist Schluss. Dann kam Max von Baden und dann hat er Willkür gemacht. Das fällt alles weg, wird alles rückabgewickelt. So, das heißt, wir haben die Staatlichkeit bis am 27.10.1918, 23.59 Uhr, weil es gibt keine juristischen Millisekunden. Die letzte Sekunde ist sozusagen, die wird in den Mülleimer geworfen und dann geht es mit 0 Uhr wieder neu los. Also geht die Weimarer Republik, weil am 28.10.1918 der Putsch passiert ist durch Max von Baden, der an der Verschwörergruppe der Weimarer Republik zu tun hatte, sozusagen nicht deutlich ist. Dann kann man sich vorstellen, warum jetzt in Weimar das Medienrat Weimar gegründet werden soll. Dort wollen sie nämlich eine Staatsgründung mit einem gelben Schein machen. Und wenn die das dort machen, wird Weimarer Regierungssitz für die Weimarer Republik. Und die Bundesrepublik tritt dann bei. Und da sind wir unsere Boden recht los, so schnell können wir gar nicht gucken. Also es ist kein Zufall, was hier passiert. Und ich sage das ohne Grund hier in der Runde, dass wir auf diese Entwicklung sehr acht geben. Wir haben hier nicht das Recht, Grenzen zu verrücken. Und ein Medienrat in Weimar zu errichten, ist eine Grenzverrückung, die in der HLKO nicht erlaubt ist. Wir haben ja nichts dagegen, dass der Zentralrat der Juden die Juden vertritt. Aber wir fragen uns mit allen Gründen, warum der Zentralrat der Juden ihren Sitz nicht in Israel hat, warum er die in Deutschland hat. Ja. Denn der Zentralrat der Iraner hat ihren Sitz ja auch in Berlin. Das muss ich mal so anfragen. Wir haben kein Problem damit, dass sie hier gelebt haben. Auch zu Hitlers Zeiten waren die Juden damals sicher. Der hat die nur deswegen außer Landes geschickt, weil sie die Kriegserklärung gemacht haben. Muss man halt sagen. Und um Kaiser hatten sie auch nichts auszustehen.
Außer, wir haben bei ihren Geschäften nicht alles über die Bücher gemacht. Dann ist der kaiserliche Amtmann gekommen und hat gesagt, das und das und das, da ist die Steuern noch. Völlig zu Recht. So, das heißt, wenn sie sich würden ordentlich benehmen und würden hier nicht einen Putsch im eigenen Land loswerden wollen, mit Gebietsabtretung von Weimar, haben wir ja mit den Leuten kein Problem. Die können ja gerne Handel treiben. Alles easy. Aber es kann ja sein, dass die über unsere Zukunft bestimmen und hier unsere allergrößten Feinde reinlassen, sodass die mit der Manschete hier durch die Dörfer laufen können und die Leute köpfen. Weil das wird ja passieren. In Syrien und ähnlichen Ländern, Nigeria ist es jetzt wieder passiert, ist der ISIS einmarschiert und hat eine Reihe nach Leute geköpft, vor allen Dingen Christen, die da unten leben. Und man weiß halt, Nigeria ist deutsches Schutzgebiet, hat der Kaiser also Schutzverpflichtung. Also die Bundesrepublik hat, wenn sie wirklich eine Verwaltung wäre des Staates, die Verpflichtung, den ISIS aus Nigeria rauszuhauen, weil das ein Schutzgebiet ist. Und der Kaiser hat das Schutzgebietsabkommen von Nigeria nämlich nicht gekündigt. Die haben einen Waffenstillstand gemacht von dem Herero-Aufstand. Das ist aber keine Beendigung oder Auflösung des Schutzvertrags. Und wenn die Bundesrepublik sagt, dass sie für das Deutsche Reich der Verwaltung ist, die zwar nicht gebietsgleich ist, aber zumindest Teile dänisch, dann müssen sie sich ans kaiserliche Recht halten. Als entweder oder. Beim Republik war kein Staat. Also wenn sie das kaiserliche Recht, Kaiserreich meinen, also das Kaiserreich vom Bundesverfassungsgericht gemeint ist, meint das Kaiserreich und nicht der Republik. Ja? Da muss die Bundesrepublik die staatlichen Gesetze umsetzen. Und wenn wir einen Austritt erklären, also zum Beispiel mit dem Schreiben R11, einen Austritt aus der Bundesrepublik, fallen wir zurück ins Kaiserreich und da hat die Bundesrepublik uns die Rechtsstellung der Bundesstaaten an Jerusalem zu bestätigen, weil die Grenzen darf die Bundesrepublik auch nicht verrücken. Den ganzen Kreis davor haben wir alle Leute gemacht, die auch nicht nach kaiserlichem Recht gewählt wurden. Nur Notstandslager ist. Was hat denn einer, der einen Autounfall verursacht, mit der Grenzverrückung der Länder zu tun? Nicht. Da hat den Unfall zu bräumen und dann hat er die Straße frei zu machen. Also kann ein Landrat, hat er die Ortschaft zu verwalten, damit alles ordnungsgemäß ist, ja keine Raserei und kein Mord und Totschlag ist, aber da hat doch nicht die Grenze zu verrücken. Wieso darf denn die Bundesrepublik 2004 eine Kreisreform machen und aufgrund der Kreisreform Wahlen veranstalten? Das sind die nicht berechtigt. Die Grenzen gelten immer noch die in den Ziegelgebieten vom 27.10.1918 gegolten haben. Weil dann, dem Tag, hat der Staat geendet. Der Amtmann hat seine Amtsstube zugeschlossen und danach war einfach nur ein anderer drin, hat mit dem Nachschlüssel versucht, die Tür wieder aufzumachen, hat irgendwas gemacht. Aber das ist doch nicht staatlich, was er gemacht hat. Der hat einen Dittrich gehabt. Er hatte keine amtliche Ernennung. Und ich würde schon den Unterschied machen, ob jemand mit einem Dittrich in die Amtsstube kommt oder mit einer Ernennungsurkunde. Und ich kenne keine Ernennungsurkunde, dass der MDR eine Ernennungsurkunde hat, den kaiserlichen Rundfunk fortzuführen. Warum der uns hier eine GEZ abzieht, obwohl der Kaiser die MDR nicht bestellt hat. Der Kaiser hat definitiv nicht den MDR bestellt, um über das Kaiserreich und über die Rechte des Deutschen Reiches sich lustig zu machen. Macht die illegal. So, und ich habe jetzt auch wieder eine Aufforderung geklickt, wieder GEZ zu bezahlen. Ich sehe das gar nicht ein. Wenn mir der kaiserliche Rundfunk eine Rechnung schreiben würde, würde der ja in Mark lauten, in den Euro. Weil der Kaiser hat einen Mark. Und dann müsste der Rundfunkbescheid in Mark lauten, kaiserliche Mark. Wenn ich zu meiner Bank gehe und welche ausgezahlt kriege, kann ich das dem kaiserlichen Radio gar nicht geben. Und in der Zwischenzeit machen wir das, was wir ja schon angeschoben haben, spenden wir, damit wir endlich so einen kaiserlichen Rundfunk haben und so den Leuten die Wahrheiten mal bringen können, den Wissensstand verbreiten, den wir inzwischen schon in unserer Arbeit haben, viele Jahre. So, das heißt, Verweserwahl bedeutet, wir brauchen erstmal eine staatliche Wahlkommission. Die staatliche Wahlkommission kriegen wir nur über ein Referendum. Wir können uns nicht hier in diesem Kreise einen Verweser wählen. Wir können hier einen Verein machen, der sich um die Wahl kümmert, weil wir eine Wahlkommission machen. Aber wir müssen diese Wahlkommission mit einem Referendum gründen. Referendum ist, alle in dem Siegelgebiet haben angeschrieben, wir möchten gerne eine Wahlkommission gründen, um staatliche Ausweise auszustellen. Also eine Bescheinigung, dass derjenige entweder nach Rostock die Rechtsstellung der Bundesstaaten angehört hat oder in der Nacht vom 17. zum 18.07.1980 gewählt war und aufgrund deutschlandrechtlicher Anordnung die Rechtsstellung eines Bundesstaaten angehört hat. Ja, die zwei Möglichkeiten haben. Also wenn man im Notstand ist, im Verfassungsnotstand, weil wir hätten am 18.07.1990 eine Verfassung wählen müssen und die Bundesrepublik hat das drückreich verhindert, indem sie so getan hat, als wäre am Tag nichts passiert. Ja, wenn wir uns Täuschung Rechtsverkehr macht, den Vertrag nichtig, das heißt, wir haben immer noch das Recht, eine Verfassung zu wählen.
Und wenn die Menschenrechtskonvention, die der Bundestag am 22.12.1912 verabschiedet hat, uns gestattet, einen gesetzlichen Gesetzgeber zu wählen, und das Bundesverfassungsgericht gleichzeitig gesagt hat, dass der Bundestag das nicht ist, also haben wir den noch nicht, also können wir ihn wählen. Also dürfen wir ein Referendum machen, um dieses Siegel vom 27.10.1918 benutzen zu dürfen. Und wenn wir das machen, haben wir die erste staatliche Institution gegründet. Dann darf diese Wahlkommission in unserem Reisepass hinten einen Stempel reinmachen, wer hat die Rechtsstellung aufgrund der Meldung vom 17.18.7 oder der hat die Rechtsstellung eines Bundesstaatangehörigen aufgrund des Rüstag, weil seine zwei Generationen männlicher Vorfahren in dem Bundesstaat geboren sind. Das muss man aber aufpassen, Geburtsrecht und Melderecht. Das heißt, das entscheidet erstmal zunächst, wo man geboren ist. Ich bin zum Beispiel in Aue Schwarzenberg geboren und bin in Chemnitz gemeldet bei der BRD. Das heißt, mein Geburtsrecht ist in Aue Schwarzenberg und die müssen mir die Rechtsstellung der Bundesstaatangehörigkeit bestätigen, nicht Chemnitz. In Chemnitz habe ich mir nur die Stadtrechte geübt. Und zwar bin ich hin, wollte zur Wahl antreten, zur letzten Wahl, und habe denen gesagt, ich muss beeiden auf dem Schein, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit nicht verloren habe. Ich wusste natürlich, dass ich keinen gelben Schein habe und dass mit der deutschen Staatsangehörigkeit was nicht stimmen kann. Und dann habe ich gesagt, wenn er mir das nicht bestätigt, dann muss ich eine Wahlanfechtung machen, weil ich muss es ja haben und ich will ja auch wählen. Und eine Wahlbenachrichtigung habe ich bisher immer gekriegt, also muss ich sie auch haben. Und dann kam der Amtmann in Wallung und hatte sich schon Schweiß abgewischt und hat dann mit der Zelle ausgefüllt. So, jetzt ist natürlich Folgendes, wenn in einer kreisfreien Stadt der beauftragte Notstandsleiter mir die Rechtsstellung der deutschen Staatsangehörigkeit bestätigt, und das Gesetz vom 5.12.1934 nicht gilt, was gilt dann? Das Gesetz, was davor gilt. Und da Mitteldeutschland aber die Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 nicht angetreten hat, fällt der Bereich, wo die Änderung der Staatsangehörigkeit passiert ist, komplett raus. Mitteldeutschland gibt es keine deutsche Staatsangehörigkeit. Weil der Honecker und Ulbricht haben immer dafür gesorgt, dass wir in der Zeit von 1933 und 1945 keine Rechtsnachfolge angetreten haben. Das habe ich in jedem Staatsbürgerunterricht habe ich das gehört. Ich habe selber jahrelang DDR-Schule besucht. Das heißt, Rechtsnachfolge der DDR aus dem Gebiet gab es nicht. Das heißt, wir fallen alle genau mit dieser Erklärung, dass die deutsche Staatsangehörigkeit in Mitteldeutschland ausgegeben wurde, in das Deutschlandsrecht von Kaiser zurück. Weil dazwischen gab es keine Gesetze. Der Hitler konnte die Gesetzgebung des Kaisers nicht ändern, weil er kein Verweser war. Er hat die Wahl zum Ermächtigungsgesetz ja selber versägt. Das heißt, jeder, der eine Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit deswegen gekriegt hat, dass er eine Meldebescheinigung gekriegt hat, landet automatisch im kaiserlichen Recht. Und die Behörde muss diese Rechtsstellung gewähren, weil wir nachweislich keine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus hatten in Mitteldeutschland. Wie das der Wessi klärt, weiß ich nicht. Die sind ja noch unter Besatzung. Wir sind ja 2006 geräumt worden. Der Russe, der letzte militärische Panzerfahrer ist 2006 über die Grenze gerollt. Das heißt, wir in Mitteldeutschland haben den Krieg praktisch schon gewonnen. Der einzige Besatzer, den es noch gibt, ist der Kaiser in der Krinin in Berlin, der die formale Besetzung so lange aufrechterhält, bis wir einen Verweser haben, damit er die Amtsgeschäfte und die Schlüsselgewalt des Katasters übergeben kann. Ist aber unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Bundesrepublik. Wir haben die Aufgabe, den Verweser zu werden. Das heißt, wir müssen rauskriegen, welches Siegel hat er gegolten und wir müssen eine Wahlkommission per Referendum wählen. Das heißt, da müssen alle mit einem Flyer einladen, die in dem Siegelgebiet wohnen und die müssen sagen, jawohl, die 10 Leute prüfen die Unterlagen, die jeder vorlegen muss. Ist er denn Bundestagsdeutscher und hat er die Rechtsstellung vom 17.18.7. oder ist er gar nicht wahlberechtigt, aber hat meinetwegen einen Offenheitstitel, weil er aus Vietnam stammt und in der DDR in dem Zeitraum gemeldet war. Da ist er zwar kein Deutscher, aber kriegt die Rechtsstellung, dürfte möglicherweise wählen, aber der Türke, der jetzt hier rübergewandert ist, der nicht in der DDR gemeldet wurde, dürfte hier nicht wählen. Ja? Und das muss die Wahlkommission prüfen. Da müssen wir uns überlegen, wer hat welche Rechtsstellung. Und ich vermute mal, es wird 4 Wahlurnen geben. Die für die Rüstag-Deutschen, und zwar die männlichen, über 26 Jahren, die den Verweser direkt wählen dürfen. Die nach bundesdeutschem Wahlrecht die Rechtsstellung haben, vom 17.18.7. entweder drüben oder hier, dann diejenigen, die einen Aufenthaltstitel haben, hier schon seit x Jahren hier wohnen, also im Prinzip nach Schweizer Modell den B-Ausweis hätten, die dürfen ja auch wählen, die noch die B haben, die C nicht, aber B haben. Und müssen wir ja auch denen gewähren, weil ja auch Vietnamese haben ja Geschäfte da, die seit 20 Jahren oder 25 Jahren, warum soll er nicht wählen? Das sind die einzige Volksgruppe, die sich ordentlich benimmt.
Kann man ja auch sagen. So, dann hast du die, die im Karnevalbereich sind, die auf der Statistik wichtig sind, ob sie den Verweser unterstützen oder nicht. Da könnt ihr euch überlegen, wenn also sich eine gewisse Volksgruppe hier gegen die Verweser aufstellt, dass sie dann eben keine Verlängerung für das Rückkaufszins kriegen. Da werden sie sich überlegen, ob sie dann zur Wahl gehen oder nicht. Ganz einfach. So, das heißt, mit den 4 Wahlurnen müsste theoretisch jeder Ort rauskommen. So, wir müssen dann noch Fristen einhalten. Das heißt, von der Zustellung dieser Einladungen zur Gründung der Wahlkommission müssen 4 Wochen liegen. Weil wir sind ja noch nicht in einem Zugzwang, dass wir einen Krieg hätten. Aber wir sind ja in Friedenszeiten. In Friedenszeiten gelten die 4-Wochen-Fristen. Also jetzt 4 Wochen zuvor muss der zukünftige Wahltermin bekannt gegeben sein. Und ihr müsst auch bedenken, dass die Bundesrepublik sich nicht gerade Mühe gibt, euch die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit ihr nach Bustag die Ableitung bringen könnt. Also musst du wenigstens 4 Wochen vorneweg den Leuten Gelegenheit geben, dass sie ihre Unterlagen zusammenziehen können. So, nach 4 Wochen könnt ihr die Wahlkommission gründen. Da muss nach der Wahl wieder eine Woche ablaufen. Das heißt, der Montag der Woche gehört noch zur Woche davor. Das heißt, in den Dienstag der darauffolgenden Woche, wenn da keine Anmächtigung ist, gilt die Wahlkommission erstmal gewählt, und zwar für 4 Jahre. Wir dürfen 4 Jahre lang Ausweise ausstellen und Fahrerlaubnisse und alles, was die Gemeinde hoch darf, dürfen die auch. Wir dürfen also das Siegel verwenden und die erzeugen mit ihrem Siegel staatliche Dokumente, egal was sie machen damit. So, und wenn die dann einen Reichsausweis nehmen und dort das Siegel draufhauen, wird das wirklich ein staatliches Dokument. Ja, aber es muss eben das Siegel tragen. Wir müssen sich eben dort irgendwas überlegen, ob das aufschweißen oder was auch immer, dann kann man die Reichsausweise, die sie immer für 50 Euro bezahlt haben und die geben was nützen, erstmal dort zu verwenden und die erstmal gültig zu machen. Das ist alles möglich. Wer dann die Siegelgewalt hat, dürfte das. Aber ohne dem Siegel ist es einfach nur ein Bummi-Ausweis. So, und wenn die Unterlagen zusammen sind, dann kann man eine ordentliche Verweserwahl machen. Bei der Verweserwahl zählt die Wahlrichtlinie der Bundesrepublik nicht, weil die nur Notstandsleiter gemacht haben. Für Notstandsleiter brauchst du gar keine Wahl. Da kannst du zum Beispiel den wählen lassen, der am weitesten strömen kann. Das kannst du dir ausmachen. Es gibt keine Wahlkommission, keine Wahlrichtlinien für Notstandsleiter. Nur für Verweser. Für Verweser gelten die Regeln, die der Kaiser aufgestellt hat. Und da steht drin, dass die männlichen über 26-Jährigen wählen konnten. Wir haben viele Frauen, wie geht denn sowas? Frauenwahlrecht brauchen wir doch unbedingt. Ja, früher haben die Frauen mit ihren Männern zusammen sich was ausgemacht, ja, da wäre gut, und dann haben die ihren Mann losgeschickt und der hat dann dort gewählt. So. Wenn wir das machen, funktioniert es, wenn die Frauen rebellieren, wo die Familie werden wir nochmal 100 Jahre zwangsverwaltet. Ja? Ich habe gesagt, wo die Familie noch intakt war. Wo die Familie noch intakt war, genau, das ist richtig. So, also das heißt, wir müssen das immer machen und der neue Verweser, aber nur der Reichsverweser, der Oberste, der darf die Wahlrichtlinien dann irgendwann mal ändern. Ich würde es aber zurzeit nicht machen, bevor der Reichsverweser wirklich seine Wahlanfechtungsfrist hinter sich hat. Also kein lokaler Verweser soll das ändern, kann nur auf die Füße fallen. Gut, ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause, weil ich werde langsam heißer, muss mal was trinken. Und ich würde dann erstmal einen anderen Redner empfehlen. Und vielleicht mache ich heute Nachmittag noch mal was. Ne? Gut. Okay, dann bedanke mich. Dankeschön.